Ja, quasi. Ah, ist auch schwierig. Von meinen charakteristischen Zügen, glaube ich, hat sie nicht so viel, aber sie hat die Liebe, die ich da reingesteckt habe, definitiv. Ja. Lilla heißt ihre erste eigene Puppe. Nichts zum Spielen. Ein Kunstwerk. Gut 1,5 Jahre hat sie daran getüftelt, lässt sie gerade in China in limitierter Auflage von 36 Stück fertigen. In Deutschland hat sie keine Firma finden können, die auf sowas spezialisiert ist. In 2 Monaten soll die Lieferung kommen. Puppen schminken, ihnen einmalige Outfits verpassen, Kunstwerke daraus machen. Diese Nische hat die Straßburgerin für sich entdeckt. Weltweit gehört Elisa Lange in der Puppenszene zu den ersten, die kleine Filme dreht, zeigt, wie sie arbeitet. Heute hat sie allein bei YouTube rund 247.000 Follower auf der ganzen Welt. Naja, also ich weiß nicht, also irgendwie macht mir das einfach wahnsinnigen Spaß, weil es mich in so eine innere Ruhe versetzt. Und ich kann dabei, einerseits arbeite ich, aber andererseits kann ich dabei auch total entspannen. Und das bringt mir einfach extreme Freude. Und ich finde das einfach total schön, so alte Puppen wieder neu aufzustylen und richtig hübsch zu machen, so hübsch, wie sie eigentlich noch nie waren. Und diesen Prozess, den finde ich so toll, dass es mir da nichts ausmacht, einen ganzen Tag an einem Gesicht zu sitzen oder mehrere Tage an einem Outfit oder manchmal sogar über einen Monat an einer ganzen Puppe. Bei mir kommt noch dazu, dass ich total perfektionistisch bin und wenn mir dann irgendwas nicht gefällt, dann kommt das alles wieder runter. Wenn ich es nicht mehr korrigieren kann. Mit dieser Kiste voller Puppen fängt vor 4 Jahren alles an. Als Hobby. Sie schminkt sie ab, verpasst ihnen einen komplett neuen Look und zeigt sie dann im Internet. Schon als Kind fasziniert Elisa die asiatische Welt. In der Schule ist sie die mit dem Japan-Tick. Sie mag das Niedliche, das Bunte, das Süße, diesen Manga-Style, eben das Anderssein. All das versucht sie jetzt in einer Puppe, in ihrer Lila, zu vereinen. Die ist sowas wie eine Do-it-yourself-Puppe. Wer sie kauft, kann sie ganz nach persönlichem Geschmack frisieren, kleiden und schminken. Lila gibt es bislang in 4 Farben. Allein der Rohling kostet 450 Euro. Gestylt ist sie fast doppelt so teuer. Ich habe lange dran getüftelt, weil es ist super schwierig, diese ganzen Gelenke so zu entwerfen, dass die eben auch, sag ich mal, diese Bewegungsfreiheit haben. Und ich habe auch überlegt, was will ich überhaupt für Gelenke haben? Will ich einfache oder Doppelgelenke? Da gibt es dann auch nochmal verschiedene Art und Weisen. Und Doppelgelenke haben einfach immer noch einen größeren Bewegungsspielraum. Also da kann man den Arm dann wirklich ganz dicht dran machen an die Puppe sozusagen, dass sie viele verschiedene Posen machen kann, dass sie die Beine relativ weit bewegen kann und dass sie auch, sag ich mal, so magnetische Hände und Füße hat, damit man eben die Kleidungsstücke einfach an- und ausziehen kann. Ja, ich finde einfach ihre Proportionen sehr, sehr schön. Das ist mal was anderes. Das ist wahrscheinlich etwas, was man auch noch nicht so oft gesehen hat, weil sie ja doch recht breite Hüften hat und so. Und das fand ich einfach total schön und sowas habe ich so in der Form auch noch nicht gesehen. Ja. Joe ist Elisas Freund, kommt aus Ungarn. Übers Internet haben sie sich vor 2 Jahren kennengelernt. Er unterstützt sie bei ihren YouTube-Filmen für ihre Marke Moonlight Jewel. Hello everyone and welcome to Moonlight Jewel. My name is Elisa and today's video is probably the most special video I've ever made on my channel. That was also the time the name Lila was born. Ihre Lila ist eine Kunstharzpuppe, 30 cm groß und besteht aus 28 Teilen. Elisa beschließt, die erste Serie auf 36 Puppen zu limitieren. In einer Pre-Order im Internet die Rohlinge anzubieten. Womit sie nicht rechnet, in 2 Tagen sind alle verkauft. Now I just have to close the back seam and attach a little closure to the dress and the dress is done.
Elisa hat Fans auf der ganzen Welt. In Japan, in Amerika. Sie selbst lebt im uckermärkischen Straßburg. Die Kleinstadt hat knapp 4600 Einwohner, liegt im Osten Mecklenburg-Vorpommerns. Nach 5 Jahren Berlin zieht Elisa wieder nach Hause zurück. Dahin, wo sie aufgewachsen ist. Wo die Familien ihrer Eltern durch eine Werbefirma und eine Gaststätte stadtbekannt sind. Das ehemalige Restaurant wird jetzt Elisas Reich. Papa und Schwester unterstützen sie dabei. Schon ein bisschen komisch. 30 Jahre lang Gaststätte und jetzt nicht mehr, aber wir freuen uns, dass es wieder bewirtschaftet wird und dennoch von einer eigenen Familie ist doppelt so schön. Also einige Leute haben schon gefragt, was denn hier reinkommt. Ist das ein Laden oder wieder ein Restaurant? Und wir wollten auch noch nicht zu viel verraten, weil wir haben hier viele ältere Leute hier und die können mit YouTube gar nicht so viel anfangen. Ich sage eigentlich immer, sie macht Puppen. Und dann ist es erstmal ganz grob erklärt. Aus der ehemaligen Gaststätte, in der sich Elisa schon als Kind rumtreibt, es Essen auf dem heißen Stein und gute deutsche Küche gibt, wird jetzt ihr Atelier. Hier hat sie 3-mal so viel Platz wie vorher. Das ist die obere Platte. This we need not now. Okay. Seit einem Monat renovieren sie hier schon. Räumen um, bauen auf. Dabei wollte Elisa längst ihre bestellten Lilas verpacken und wegschicken. Doch die Lieferung aus China verzögert sich. Um einen weiteren Monat. Ihre Kunden werden schon unruhig. Auch das beschäftigt sie. Wo ist Laura? Vorne. Ich brauche ihre Hilfe. Ich kann das nicht bauen. Ich bin zu doof. Ich kann nähen, ich kann repainten, aber ich kann keine IKEA-Möbel zusammenbauen. Die beiden Schwestern sind grundverschieden. Laura ist 7 Jahre jünger als Elisa. Sie hat vor kurzem die Werbefirma ihres Vaters übernommen. Schon als sie damals weggezogen ist nach Berlin und so, da hätte ich nie gedacht, dass sie wiederkommt. Ich hätte damals auch nicht gedacht, dass ich hier bleibe. Also da war damals auch noch geplant, dass ich nach Berlin ziehe. Aber das hat sich dann so geändert in den Jahren. Also in der Schulzeit war es glasklar. Aber das irgendwie, es kommt immer anders, als man denkt. Sich zu helfen, unter den Schwestern selbstverständlich. So ein großes eigenes Atelier wäre für Elisa in Berlin, gerade in der Aufbauphase ihres Puppenunternehmens, undenkbar. Viel zu teuer. Hier bin ich wirklich für mich. Hier ist das nicht so ein Durchgangszimmer, wie es vorher war. Bei Papa waren es ja, da ist ja dann jeder immer durchgelaufen, wenn ich gefilmt habe und alles. Da habe ich dann YouTube-Intros gefilmt, dann kam Papa rein und ich so, Papa, nein, ich nehme gerade auf, ne? Und hier habe ich das wirklich für mich. Und das ist total schön. Und das hilft mir auch noch mal, noch kreativer zu sein. Und irgendwie fühlt es sich noch ein bisschen professioneller an. Und das ist irgendwie ganz cool. 2 in die Richtung, 2 in die Richtung. Ja. Müssen wir mal gucken, dass wir das dann gut ausgerichtet bekommen. Wo Elisa jetzt ihr Atelier hat, startet ihre Oma nach der Wende noch mal durch. Sie kocht, sie kellnert. Und irgendwie macht sie das für die Familie bis heute. Kümmert sich jeden Tag um das Mittagessen. Gut. Und der Direktor vom Gymnasium sagte neulich zu mir, ich habe immer gewusst, dass Elisa irgendwas mit Mode macht. Die war schon immer so kreativ, ja. Und es ist schön für mich auch, das mitzuerleben, ne? Wie das alles so wird. Ich kenne das auch nur in Großfamilie. Meine Eltern haben früher oben gewohnt, Schwiegermutter war mit im Haushalt. Mein Vater dann. Wir waren immer eine große Runde am Tisch und ich kenne das gar nicht anders. Bis heute gehört das gemeinsame Mittagessen zum Familienritual. Auch Elisas Mama hat hier ihr Büro. Sie ist Bauingenieurin. Das Know-how der Werbefirma ihrer Familie mit nutzen zu können, ist für Elisa ein Glücksfall. Müsste sie all ihre Druckwünsche in Auftrag geben, würde sich vieles für sie nicht mehr rechnen. Dann könnte sie so manche fixe Idee nicht so schnell umsetzen. Laura, noch mal drüber, ob sich das schneiden lässt. Also ich war immer, muss ich ehrlich sagen, leicht skeptisch bei der Geschichte, beim Puppendesign. Da habe ich immer so gesagt, na ja, okay, das ist ja ganz nett, aber weiß nicht, ob man davon dann mal eines Tages leben kann. Aber jetzt bin ich anderer Meinung.
mit den neuen Medien, was heutzutage alles möglich ist und dass man hier in Straßburg sowas auf die Beine stellen kann, das hätte ich früher nicht für möglich gehalten. Und das ist schon ist erstaunlich. Also bin auch sehr stolz drauf. Doch Elisa muss sich immer wieder was Neues einfallen lassen, um im Netz für ihre Fans präsent zu sein. An manchen Tagen verbringt sie 10 Stunden im Atelier. Meistens sage ich nur, ich habe einen YouTube-Kanal und ich mache so Bastelvideos. Ne, das ist dann immer am einfachsten. Außer die wollen dann noch mehr wissen. Aber ansonsten muss ich immer schon ganz schön viel erklären. Aber naja, ist halt so, glaube ich. Ist ja doch recht unkonventionell, so seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Also die meisten Leute gehen ja eben ins Büro arbeiten oder so. Ne? Das ist es halt nicht. Ich habe immer so eine Kiste, wo ich gerade mein aktuelles Projekt reinpacke, damit ich immer weiß, hier ist alles drin, was dazugehört, weil sonst kommt man immer ganz durcheinander. Und hier habe ich jetzt im Prinzip schon so eine Monster-Puppe komplett abgeschminkt. Meine Freundin und ich, wir wollen da so ein Biker-Girl draus machen. Und ich mache die jetzt soweit fertig. Und dann wollte Melissa dann auch noch die Puppe cosplayen. Also sie möchte quasi das Outfit nachnähen für sich und dann sich als meine Puppe sozusagen verkleiden. Das ist der Plan. Mit Stoffen, Nadel und Faden kennt sich die 32-Jährige aus. Ja, Ludi, es ist jetzt gut. Das Nähen hat sie sich früh bei ihrer Mutter abgeguckt, später dann Modedesign studiert. Doch von normalen Konfektionsgrößen einfach auf Mini-Outfits umzuswitchen, nicht so einfach. Das muss man sich wirklich ausprobieren. Also da gibt es keine Anleitung im Internet und gar nichts. Da ist eben ganz gut, dass ich Modedesign studiert habe. Da habe ich so ein bisschen, sage ich mal, das Know-how, dass ich weiß, okay, es könnte so funktionieren, aber es geht auch oft schief. Und dann muss man wieder komplett irgendwie umdenken und so. Aber man kriegt es hin. Aber ich brauche für Puppenklamotten genauso lange wie für Menschenklamotten, weil es so fisselig ist und vieles auch mit der Hand genäht werden muss. Und das dauert dann einfach länger und dann braucht man fast genauso lange. Nur der Zuschnitt geht schneller, weil die Teile kleiner sind. Das heißt Ningyo, das heißt Puppe auf Japanisch. Und da stehen so Sachen drauf wie niedliches Monster und hier oben, das heißt Moonlight Jewel in japanischen Schriftzeichen. Ja, und dann kommt der Mantel quasi so da drüber, ne? Aber so wird es dann nachher mal aussehen. Mit Ärmeln. Mal hier auch. Das auch. Das auch. Hm, das auch. War ein Blazer, den ich damals gemacht habe. Mit Weste. Mit Weste. Genau, das Stoffdesign habe ich selber entworfen und habe das auf diesen Chiffon drucken lassen, im Digitaldruck. Elisas Abschlusskollektion aus Studienzeiten. Ihre Mutter hat sie all die Jahre aufbewahrt. Ja, das kann man da anknöpfen. Das genau, mit so einem Fell. Ne? Also es war alles so inspiriert. Also ich wollte diese mongolische Tracht so ein bisschen ins Moderne bringen. Und das war sozusagen das Thema. Und ich glaube, das waren insgesamt 8 Outfits, ne? Glaube ich. Auch für dich, ne? Zu Elisas Bachelorarbeit vor 8 Jahren gehört auch ein Film. Hier zeigt sich bereits ihre Handschrift, ihr Faible für die asiatische Kultur. Ja, das war von Eskoton. Das ist jetzt deine. Nach dem Studium in Berlin entwickelt die Modedesignerin Elisa Lange ihre eigene Marke. Eskoton. Ich habe das probiert 2-3 Jahre lang. Das hat nichts gebracht. Ich habe nichts verkauft, groß und so. Ne? Also die Leute waren einfach nicht so interessiert. Das auch versucht, immer an Leute ranzubringen und so, aber die Leute wollen für Klamotten kein Geld ausgeben. Die wollen lieber bei H&M und Primark und so kaufen für 3 Euro ein Shirt, ne? Und dann ist gut. Aber die Leute geben eben für Mode leider nicht so viel Geld aus. Und die Leute, die es ausgeben, die kaufen dann natürlich Louis Vuitton und Gucci und so die großen Marken, die jeder kennt. Als ihr Berlin zu hektisch, zu teuer wird, sie sich neu orientieren will, kommt Elisa nach Straßburg zurück. Ihre Familie fängt sie auf. Sie arbeitet in der Werbefirma mit. Und lässt ihre Liebe zu Puppen, zu Japan wieder aufleben.
damals wie heute. Elisa liebt es, sich zu verwandeln. Wir wussten ja, dass wir mit Überraschungen zu rechnen hatten. Und mit vielen Sachen sind wir nicht ganz so einverstanden. Doch, einmal habe ich, muss ich sagen, das war nicht das Outfit, das war das erste Tattoo. Da habe ich mich sehr schwer mitgetan. Ja, da hast du eine Woche nicht mehr geredet. Nein, doch, geredet schon. Aber ich habe immer gedacht, nein, es ist nicht deine Haut, es ist jetzt Elisas Haut. Und ich denke immer, nein, du musst jetzt dann nicht. Es ist ihr Körper und wenn sie das schön findet, dann ist das so. Das war auch nur beim ersten Tattoo. Ihrer Schwester Laura schneidet Elisa so manchen Fummel und steckt sie mit ihrem Japan-Tick an. Damals, als wir klein waren, wollten wir immer schon diese Charaktere von Sailor Moon uns so verkleiden. Und da gab es die Leipziger Buchmesse und dann war es so, hey, hast du Lust? Wollen wir es machen? Ja, warum nicht? Wir sind wirklich 2 Meter gegangen. Kann ich ein Foto machen? Ja, okay. Wieder 2 Meter gegangen. Oh, können wir ein Foto machen von euch, bitte? Und dann ging das wirklich die ganze Zeit so. Es war sau anstrengend. Also hätte ich nicht gedacht. Ich verstehe auch, warum das Leute machen. Warum Leute im Cosplay auf diese Conventions gehen und so, weil man bekommt wirklich so viel Anerkennung von anderen Leuten, die das auch machen dafür. Auch wenn in Straßburg gerade alles für sie passt, zwischendurch braucht Elisa die Großstadt Berlin für Inspiration, um sich auszutauschen. Sie ist mit ihrer Freundin Melissa verabredet. Beide haben sich vor Jahren über die Japan-Szene kennengelernt. Wie Elisa ist auch Melissa YouTuberin. Herzlich willkommen zu einem neuen Work with Me. Hi. Und so lange hatte ich keine Gäste da. Heute ist Elisa von Moonlight Jewel da. Yay. Melissa will in das Outfit von Elisas Puppe schlüpfen. Die sind tatsächlich mit dieser Stofffolie gemacht. Ich bin super gespannt, wie die Hose wird. Ich freue mich mega. Los. Ein YouTube-Video haben sie schon zusammengedreht. Melissa schneidert, moderiert, organisiert alle 2 Jahre ein Japan-Festival in Berlin. Beide sind happy, in Corona-Zeiten überhaupt mal wieder gemeinsam kreativ arbeiten zu können. Social Media ist unfassbar wichtig. Also gerade für Leute, die ein bisschen außergewöhnliche Sachen machen, ist die Fanbase einfach so viel größer, weil du auf der ganzen Welt gesehen wirst. Also wir verschicken das meiste auch nicht nach Deutschland, sondern ins Ausland. Weil natürlich die Modeszene in Deutschland, da ist es halt immer sehr, sehr reduziert, sehr schwarz, sehr grau, bloß kein Knopf zu viel und wir machen hier genau das Gegenteil. Sobald es so ein bisschen nischiger wird, wissen alle, wie hart es ist und ich sag immer, real queens fix each other's crowns. Also echte Königinnen kümmern sich darum, dass es auch den anderen gut geht. Beide schätzen es, dass es in der Puppen-Community so respektvoll zugeht. Wissen aber auch, dass sie mit Mode und Puppen, was sie so gern machen, kein schnelles Geld verdienen können. Werbeeinnahmen bei YouTube sind nur ein kleiner Teil ihres Einkommens. Jetzt kommt der Hosenzaubertrick. Wie geht der? Der geht Bein in Bein. Ja, und eins ist andersrum. Genau. Ich dreh um. Du drehst um und dann mit vereinten Kräften. Toll. So. Leute, immer, ne? Rechts auf rechts, also außen auf außen. Schrittnähte zusammen. Mhm. Dann näht ihr hier einfach einmal rum und dann habt ihr quasi schon eine Hose. Ja, ich habe halt Plateauschuhe gemacht, weil Melissa. Und jetzt gibt es Elisas Puppe auch in groß. Yay! Und was sagst du? Approved halbwegs? Absolut approved. Mega nice. YouTube, Facebook, Instagram, Twitch. All diese Internetplattformen mit ihren Filmen, Fotos, Ideen zu bespielen, kostet viel Zeit. Aber nur so bleiben sie im Gespräch. Werden andere auf sie aufmerksam, kommen sie an neue Aufträge. Ja, das fand ich auch so ein bisschen so, was ist da? Zu Hause in Straßburg wartet Elisas neuestes Designprojekt. Diesmal keine Puppe, sondern Bean. Eine Katze aus Vinyl zum Anmalen. 200 Mal will sie den Rohling anfertigen lassen. Da sie das Geld für die Produktion nicht hat, startet sie im Netz eine Kampagne. Fragt, wer sie unterstützen möchte. In einem Monat kommen sogar noch mehr als die nötigen 10.000 Euro zusammen. Außerdem bringt Elisa online Bücher heraus. Verrät, wie sie solche Puppenschuhe fertigt. Auch das bringt Geld. Jeder sollte die Möglichkeit haben, diese Sachen zu machen. Und ich gebe gerne Wissen weiter, ich helfe gerne. Und warum soll man es nicht machen? Also ich finde dieses... Immer diese Geheimniskrämerei und so, das kann ich überhaupt nicht ausstehen. Das finde ich total blöd. Nebenbei ist sie für Joe auch noch Lehrerin. Was heißt denn draußen? Outside. Hm.
Wir sind die gleiche. Die gleiche Person. Die gleiche Person. Wir haben die gleichen Lieblingsfilme. Ja, ich habe diese Lieblingsfilme. Das ist so, so... Nische, ne? Ja, so Nische. Niemand kennt diese Filme. Und dann Elisa hat gesagt, oh, das ist mein Lieblingsfilm. Wir hatten irgendwie so die gleichen Freunde auf Facebook, weil wir uns beide so für Japan und japanische Musik und so interessieren. Ne? Und Joe hatte damals noch bunt gefärbte lange Haare. Lange Haare, blau und lila. Endlich. Ihre Puppenlieferung aus China ist da. Mit 3 Monaten Verspätung. 36 Mal lila steckt da drin. Das ist meine allererste... Das allererste Mal, dass ich das gemacht habe. Und ja, ich bin echt gespannt. Ich hoffe, dass alles heile ist. Sieht noch nicht nach viel aus. Hier sind dann die ganzen Würstchen und da sieht man schon, da ist die Puppe drin. Und das sind die ganzen Hände und Füße, gehe ich davon aus. Die sind extra. Es ist ein bisschen unwirklich. Also so richtig realisieren tue ich das eigentlich gar nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch, dass mir manche Leute geschrieben haben, dass das deren ersten Künstlerpuppe ist, die sie jemals gekauft haben. Das ist total krass für mich, weil wenn das jetzt ein Sammler, der schon ganz viele Puppen hat, kauft und sich denkt, ah ja, dann von Moonlight Joe hole ich mir auch noch eine. Aber das ist dann wirklich, ja, das ist meine erste Kugelgelenkpuppe und ich bin so gespannt und das ist schon toll. Aha. Das ist eine, die ist für mich. Die habe ich mir noch mitbestellt in einer anderen Farbe, die nicht erhältlich ist, offiziell. Upsi. Gucken wir mal. Haha. Ja, weil lila ist ja ein Alien. Und dann dachte ich mir, grün passt ja, ne? Ah, super. Cool. Ja, die ist auch echt toll geworden. So gut verpackt. Ja, und da haben wir einmal Händchen und Füßchen. Man sieht es schon so ein bisschen. Alle Magnete sind richtig rum. Die Puppen haben keine Risse. Elisa ist mit der Qualität zufrieden. Es war schon immer mein Traum, eine eigene Puppe zu machen. Tatsächlich, sogar als kleines Kind, da habe ich dann versucht, aus Holz irgendwie eine Puppe zusammenzubauen und habe dann Papa gefragt, kann man das auch machen, dass die sich bewegen kann und so. Und da hat Papa dann gesagt, nee, wüsste ich jetzt nicht, wie das geht. Und als ich dann herausgefunden habe, dass das geht, dass man das tatsächlich selber machen kann, ja, war das klar für mich irgendwann, dass ich wirklich eine eigene Puppe machen möchte und eben meine ganz eigene Vision sozusagen umsetzen möchte. Den Prototyp, ihre allererste Lila aus Kunstharz, hat Elisa selbst im 3D-Drucker gefertigt. Gute 9 Stunden hat allein der Kopf gebraucht. Viel zu aufwendig für eine Serie. Doch das letzte Detail. Ich schalte den Druck jetzt an, ne? Ihr Firmenlogo. Darum kümmert sie sich selbst. Macht somit ihre Puppen einzigartig. Und dann ist da drunter sozusagen eine UV-Lampe und die belichtet dann immer jede Schicht, die in der 3D-Datei angelegt wurde und fährt zwischendurch immer hoch, damit sich das Kunstharz wieder so ein bisschen absetzt und dann geht es wieder runter und belichtet es wieder. Und das kann man so ein bisschen vergleichen mit Nagelstudio. Da kriegt man dieses UV-Gel auf die Fingernägel, muss das unter die Lampe halten und danach ist es hart. Und dadurch, dass das immer wieder hoch und runter fährt und neue Schichten aufbaut, die ganz hauchdünn sind, hat man dann irgendwann ein 3D-Objekt, was dann quasi falsch rum an der Platte dran klebt. Du, Lauri, wir müssten für die Echtheitszertifikate, ich habe hier mal so ein Muster gemacht, noch diese Hologramm-Stickerchen machen. Ja, und das brauchen wir ja, 36 Mal. Und machen wir dann erst einmal das Pink. Ich stelle mich jetzt richtig doof an. Geht schon. Da Elisa ihre Puppe Lila derzeit nur in geringen Stückzahlen produzieren lässt, kostet selbst das Verpacken Zeit. Auch hier ist die 32-jährige Perfektionistin, Geschäftsfrau, stylt ihr Produkt bis ins letzte Detail durch. Sie hat ja immer so tolle Ideen. Ich frage mich immer, wie sie darauf kommt. Deswegen. Finde ich sehr schön. Du wurdest von
Lila besucht aus einer fernen Galaxie und zeige ihr, dass die Erde ein schöner Planet ist. Und das steht da drauf. Die Puppe war ja nun mal auch wirklich teuer. Und da möchte ich schon, dass man bei der Verpackung sieht, dass man auch was für sein Geld bekommt, sage ich mal. Ne? Dass es nicht nur die Puppe ist, sondern dann ist noch ein kleines Schnittmusterbüchlein drin, so ein bisschen Kinkerlitzchen, weil das einfach so als Geschenk vom Künstler sozusagen dafür, dass man eben den unterstützt hat, indem man eine von den Puppen gekauft hat. Und das finde ich einfach wahnsinnig schön. Und weil es eben auch so teuer war, soll natürlich die Verpackung auch hochwertig sein. Die Logos für die Lila-Köpfe sind nach gut einer halben Stunde gedruckt. Fuck. Am besten nicht anfassen, die sind gatschig. Ihre ersten Puppen sind noch nicht verschickt und Elisa plant schon die nächste Serie. Ähnliche Anzahl wie beim ersten Mal. Dann bietet sie Lila mit einem neuen Gesicht an. Leicht geöffneter Mund, komplett neue Augenform. Durch die Magnete lässt sich das ganz leicht austauschen. Und so will sie ihre Lila in den nächsten Jahren immer wieder ein bisschen verändern. Besonderer machen. Ein Massenprodukt soll ihre Kunstpuppe nie werden. Die größte Angst von jedem Künstler, dass einfach die Kunstwerke gestohlen und vervielfältigt werden von irgendwelchen Drittparteien, ohne zu fragen, ohne eben zu bezahlen. Und das gibt es leider bei Puppen auch. Es gibt manchmal Leute, die kaufen die. Und nur um sie zu vervielfältigen und dann für ihre Firma zu verkaufen, für billiger. Und da gibt es einen ganz großen Kunstdiebstahlhandel mit diesen Puppen und so weiter. Und das ist ganz, ganz schwer, da überhaupt hinterzukommen, weil eben leider auch die Urheberrechte in China, das ist alles ein bisschen anders mit den Regelungen da und so weiter und so fort. Deswegen musste ich auch eben auch gucken, dass ich eine seriöse Firma da auffinde, damit ich da nicht irgendwie Gefahr eingehe, dass das mit meiner Lila passieren könnte. Aber das Gute ist, dass die meisten Leute, die diese Puppen sammeln, vollkommen dagegen sind und nie so eine Kopie kaufen würden. 35 Mal Lila. Ihre erste Serie schickt Elisa jetzt von Straßburg in die Welt hinaus. 80% der Puppen gehen nach Amerika oder Kanada. Dann einige gehen nach Frankreich, einige nach England, nach Finnland geht auch eine. Und ich glaube, 3 oder 4 gehen nach Deutschland. Und nach Japan natürlich auch. Ob es sie selbst eines Tages dahin verschlagen wird, wo ihre Fans leben, ihre Puppenkunst gefragt ist, Elisa Lange weiß es nicht, ist da ganz offen und selbst gespannt, wohin sie ihr Weg führen wird. Und eine ist auf jeden Fall dabei. Lila. Sieht supi aus. So ist richtig schick.